Hallo und herzlich willkommen in der Grillothek. Heute beschäftigen wir uns mit digitalen Grillthermometern oder Bratenthermometern. Es ist ja letztendlich zum vernünftigen Grillen unabdingbar, die Temperatur im Garraum und letztlich auch die Kerntemperatur des Fleisches ordentlich zu messen und dadurch ein optimales Grillergebnis zu erreichen. Wie kann man optimal messen? Dazu gibt es am Markt nahezu endlos viele Digitalthermometer, die im Prinzip alle für den gewünschten Zweck geeignet sind. Ich möchte mich heute mit einer kleinen Auswahl, drei Stück, der günstigen Preisklasse widmen und hier mal in einer kurzen Übersicht herausarbeiten, welches mehr Komfort, welches besser ist, welches weniger gut geeignet ist und ein wenig die Vorzüge und Nachteile dieser drei Digitalthermometer herausstellen. Ja, welche Geräte haben wir hier momentan zur Verfügung zum Test und zur In-Augenscheinnahme? Fangen wir mit dem einfachsten an. Das ist das Grillthermometer von IKEA. Ein preiswertes Teil zum günstigen Erstehungswert von 9,99 Euro. Es hat ein kleines Display, relativ wenig Funktion, ist überschaubar. In der Funktion hat einen Aufstellbügel. Mit diesem Aufstellbügel kann man das sehr praktisch irgendwo hinstellen, wo keine Magnetfläche vorhanden ist. Und es hat einen hier hinten in der Mitte einen kleinen Rundmagneten, der allerdings sehr stark ist. Daher haftet dieses Gerät unglaublich gut. Ich kann das mal hier zeigen. Ist stabil in der Halterung, beziehungsweise ist stabil befestigt durch diesen einen kleinen Magneten. Schön der gummierte Außenrand, der das Thermometer auch vor einem kleinen Schlag oder vor einer Rempelei schützt. Unschön, dass der Temperatursensor hier auf der Seite angebracht ist und letztlich immer viel zu weit und viel zu starr heraussteht. Was kann dieses Thermometer? Ich nehme es hier mal wieder ab. Es kann natürlich Temperatur messen. Die maximal messbare Temperatur beträgt hier 250 Grad. Der Temperaturfühler bzw. das Kabel dürfte sicherlich höhere Temperaturen aushalten, ist aber von IKEA aus nicht näher spezifiziert. Wir haben hier die Möglichkeit, einmal eine Sollkerntemperatur einzustellen. Es wird hier auf der rechten Seite angezeigt, die Solltemperatur, die wir gerne erreichen mögen. Und hier auf der linken Seite wird die Ist-Temperatur angezeigt. Mehr ist zur Messung der Gartemperaturen bei diesem Gerät nicht einstellbar. Als weitere Funktion können wir die Temperaturen umschalten in Fahrenheit bzw. in Celsius. Das geschieht hier mit dieser Taste. Die Zieltemperatur können wir hiermit einstellen, Grad genau. Und Vorgaben sind allerdings keine möglich, die praktisch als Gartemperaturen vorgewählt werden können. Also hier muss man manuell einstellen.
Eine weitere Funktion des Thermometers ist die Timer-Funktion, einmal umgeschaltet. Der Timer geht nur bis 99 Minuten und 59 Sekunden. Ja, fragt man sich, für was ist überhaupt ein Timer drin? So, Näheres gleich nochmal über dieses Thermometer. Kommen wir zum zweiten Gerät. Das zweite Gerät, was ich euch vorstellen möchte, ist bei Amazon zu erstehen zum Preis von 12,99 €. Das ist das TP04 von ThermoPro. Ein recht interessantes Gerät zum sehr, sehr günstigen Preis. Wir haben hier nicht nur das Thermometer an sich, wir haben auch einen großzügig bemessenen Timer, 24 Stunden und 59 Minuten. Und wir haben die Möglichkeit, die Gartemperatur des Fleisches vorzuwählen. Hier sind also etliche Werte vorgespeichert, die man vorwählen kann, so dass man sein Rind, Schwein, Lamm, Fisch, Geflügel nach vorgefertigten Temperaturen garen kann. Oder natürlich lässt sich das auch manuell einstellen. Auch hier haben wir eine Höchsttemperatur, Höchstmesstemperatur von 250 Grad. Der Temperaturfühler hält hier am Kabel laut Beschreibung 380 Grad aus. Probiert habe ich es noch nicht, muss auch nicht unbedingt sein. Ein weiterer großer Vorteil ist bei diesem Thermometer die lebenslange Garantie des Temperaturfühlers. Sollte der also tatsächlich einmal seinen Geist aufgeben, einfach zurückschicken, ein neuer kommt umgehend von der Herstellerfirma kostenfrei zurück. Was wir hier haben und auch noch anmerken müssen, es sind zwei sehr große und kräftige Magnete angebracht, die auch leicht hervorstehen. So haben wir hier die Möglichkeit, das Teil bombenfest irgendwo hinzupappen. Das hält wirklich richtig gut, rutscht auch nicht und ja, hält an jeder nur erdenklichen Fläche, die magnetisch ist, ausreichend gut. So, dann kommen wir zum dritten Gerät, was wir heute mal vorstellen wollen. Das ist das Medion-Gerät. Es heißt, kleinen Moment, muss ich drauf schauen, GTTM Barbecue 02E. Preis liegt bei für ein Funkthermometer unschlagbaren 14,98 €. Zu erhalten direkt bei Aldi oder im Medion-Shop. Vorteile dieses Digitalthermometers sind sicherlich als erstes zu nennen das herausnehmbare Empfangsteil, mit dem man dann eben irgendwo anders sitzen kann als direkt neben dem Grill und hat trotzdem die Temperatur, die man messen möchte, im Blick und im Griff. Vorteil auch hier der abgewinkelte Messsensor, der da nicht starksig zur Seite raussteht. Nachteil muss man ganz klar sagen, auf der Rückseite sind hier zwei Mini-Magnete angebracht. Das Ding hält tatsächlich kaum. Ich kann es ja mal vorführen. Also schon bei kleinsten Bewegungen fängt das an zu verrutschen und macht von daher gesehen keinen Spaß.
Dazu ist ein Gürtelclip mit angebracht. Dann kann man sich das Ding an den Gürtel heften. Bei Alarm schreit es ja lautstark auf. Dann hört man das eben auch. Leider ist das Display, und das muss man als deutlichen Nachteil sagen, schlecht ablesbar. Sobald man einen der Bedienknöpfe drückt, wird das Display zwar beleuchtet, aber nur kurz, 3 Sekunden, leuchtet dann auch noch blau. Ich hätte mir gewünscht, ein so schön ablesbares Display wie hier bei diesem Gerät. Dann wäre das hier schon ein tolles Teil. Einstellen kann man hier bei diesem Funkthermometer auch unterschiedliche Gargrade in der Vorauswahl und natürlich auch manuelle Einstellungen. Die Höchstmesstemperatur beträgt hier 260 Grad. Der Standfuß, möchte das mal zeigen, hat auch unten zwei Magnete, so dass man das Teil gut auf jeden Grill, auf die Seitenablage oder Frontablage aufstellen kann, und es hält dort anständig fest. Auch das will ich gerade mal zeigen. Und damit ist das in der Nähe des Grills auf dem Grill befestigt. Kann nicht durch eine leichte Berührung runterfallen und steht soweit fest. Das Funkteil nimmt man dann mit in die Küche, um weitere Vorbereitungen zu machen, und hat die Überwachung zum Beispiel der Gartemperatur immer bei sich. Selbstverständlich reicht in den meisten Fällen ein einziges Thermometer zum vernünftigen Grillen nicht aus. Gerade beim Smoker oder auch im Gasgrill, beim indirekten Grillen oder im Holzkohlegrill unter Umständen bei diversen Temperaturen, die man dort messen will, braucht man ein Thermometer für die Messung der Garraumtemperatur und ein Thermometer zum Messen der Kerntemperatur des Fleischstücks. Ebenso anzumerken ist hier bei dem Medion-Funkthermometer, dass der eingebaute Timer auch nur 99 Minuten und 59 Sekunden Laufzeit hat. Was im Allgemeinen anzumerken ist, die Geräte sind alle von der Temperaturmessung her sehr genau, sogar sehr identisch genau. Da haben wir beim Favoriten Tempo TP04 eine gemessene Temperatur momentan von 24 Grad. Das IKEA-Thermometer zeigt uns an momentan 25 Grad und das Medion-Thermometer zeigt uns ebenfalls 25 Grad an. Gemessen bei unterschiedlichen Temperaturen zeigen die Teile und die dazugehörigen Messfühler Abweichungen von maximal 2 Grad. Insofern sollte natürlich gar keine Abweichung bei einem guten Digitalthermometer vorliegen, denn ich brauche dann auch keine Temperatur beim Rindfleisch von 56 Grad anzustreben, wenn ich letzten Endes durch Abweichungen nur 54 oder 58 Grad rausbekomme. Also letztlich muss man bei jedem Digitalthermometer davon ausgehen, dass es Abweichungen gibt und diese Abweichungen selbstverständlich auch den Gargrad beeinflussen, solange man tatsächlich möchte, dass ein punktgenauer Gargrad erreicht wird. Um das zu garantieren, wird man kaum umhin kommen, wesentlich teurere Messgeräte zu kaufen. Ich denke aber, für die ausgewählten Zwecke, für die diese Thermometer gedacht sind,
ist das vollkommen ausreichend. Mir selbst ist das wurscht, ob mein Schweinebauch letztendlich bei 76 oder 78 Grad landet. Nach einer Garzeit von mehreren Stunden und nach einer Überlegung, dass man jedes Gargut nach der Garzeit noch etliche Minuten ruhen lässt, ist diese Differenz von 1 bis 2 Grad eigentlich kaum erwähnenswert. Der Favorit ist meiner Ansicht nach dieses Teil von ThermoPro. Es hat ein hervorragendes Display, kostet 12,99 Euro, lebenslange Garantie auf den Temperaturfühler, umfangreiche Einstellmöglichkeiten und es hält bombenfest mit den beiden großen Magneten. Am schlechtesten schneidet das IKEA-Thermometer ab. Es hält zwar trotz des einen Magnetes, der zum Glück sehr kräftig ist, sehr gut an jeglicher magnetischen Oberfläche, aber das Display ist sehr, sehr klein, ist nur abzulesen, wenn man unmittelbar direkt am Grill sitzt und der Temperaturfühler steht hier immer sehr starksig an der Seite raus. Der Timer ist fast unbrauchbar, es sei denn, man möchte ein paar Eier kochen, 5 bis 7 Minuten. Ein Timer, der nur 99 Minuten und 59 Sekunden aufnimmt, ist für längere Garzeiten, wie es zum Beispiel beim Smoken nötig ist, einfach unbrauchbar. Ja, ich denke, das wäre dann für heute mal die Vorstellung gewesen, dreier Digitalthermometer und hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich wünsche euch immer eine Handbreit Glut unter dem Grillrost und bis dahin.